kommt jetzt etwa doch kein weiteres Update mehr, dachten sich einige von euch und haben mich diesbezüglich auch schon gefragt. Es gab eine Menge an Menschen, die davon ausgegangen sind, dass am 13.12., also gestern, ein neues, ein weiteres CSGO-Update erscheint. Diesbezüglich gab es wohl irgendwie Andeutungen auf Twitter oder sowas, also irgendein Code oder was weiß ich. Ich habe es selbst nicht mitbekommen, ich habe es nur geschrieben bekommen, in dem wohl die Zahlen 9 und 13 oder sowas mit drin sind und man davon ausging, dass es das 9. Update ist am 13.12. oder die 9. Operation, wie auch immer. Und davon sind einige ausgegangen. Und sind jetzt leider erstmal etwas enttäuscht. Diesbezüglich würde ich an sich sagen, Leute, lasst euch gerade von sowas, also von irgendwas dahergelaufenem, wo man vielleicht meinen könnte, warte mal, die haben heute am Dienstag den so und so vielten, haben sie einen Punkt mehr gemacht als sonst und bla bla bla. Also auf sowas würde ich nicht wirklich eingehen, beziehungsweise mich auf keinen Fall daran aufhypen oder sowas. Sonst werdet ihr nur enttäuscht. Update-technisch kam jetzt der was. Ich weiß, dass einige von euch mit diesem BR-Modus nicht zufrieden sind, aber dennoch erfüllt dieser BR-Modus so vom Umfang her schon so ein bisschen eine Operation. Also er kommt an eine Operation ran. Zumindest etwas. Das heißt, eine neue Operation wird es diesen Monat höchstwahrscheinlich nicht geben, weil, also dieses Jahr nicht mehr, weil eben jetzt schon dieser BR-Modus gekommen ist. Die 128-Tick-Geschichte haben wir ja schon durchgesprochen, da gibt es eigentlich auch nicht großartig was zu sagen. Also es gibt genug Partnerseiten, über die man diese 128-Tick-Server bespielen kann. Also siehe zum Beispiel Faceit und Co. Valve selbst ist verpartnert mit denen. Und darum ist wahrscheinlich dieser Wille, eigene 128-Tick-Server herzustellen bzw. Zu betreiben, eher gering. Zwei große Punkte stehen dieser 128-Tick-Geschichte gegenüber. Erstens natürlich die Kosten. Für Valve bedeutet das deutlich mehr Kosten. Und zweitens, nicht jeder Spieler kann auf diesen Servern gescheit spielen. Man braucht schon eine gewisse Ausstattung, also Hardware und internettechnisch, um da eben richtig oder angenehm drauf spielen zu können. Und das wäre dann auch nochmal eine Problematik, dass vielleicht ein Großteil oder die Hälfte oder wie auch immer sich dann darüber aufregt, dass sie ganz schlechte Performance haben, weil es eben 128-Tick-Server sind, ja, und sie da eigentlich nicht spielen können. Sowas könnte man natürlich dann wiederum mit einer Wahlmöglichkeit ausschließen, also man wählt direkt am Anfang, bevor man das Matchmaking startet, möchte ich auf 64-Tick-Servern spielen oder eben 128-Tick-Servern. Und schon hat sich die Sache. Aber, um das herauszubaldowern, wie viele Server man dann so circa braucht, also wie viele 128er und wie viele 64er, muss man dann auch erst wieder einige Tests machen. Und die Leute sind direkt abgefuckt am Anfang, wenn sie dann 128-Tick-Server bespielen wollen und dann geht's aber nicht, weil die gerade voll sind, beziehungsweise die Ladezeiten sind ewig lang, weil eben da dann doch vielleicht zu wenig voreingestellt wurden, wie auch immer. Und andersrum könnte das genauso passieren. Ich denke zwar nicht, dass das ein großer Punkt ist, wo Valve dann sagt, oh, das machen wir lieber nicht, aber das sind alles so Kleinigkeiten, die sich zusammenfügen zu einem großen Problem oder zu einer großen Sache, die dem Ganzen im Weg steht. Warum sollte man solche Server bei sich selbst einfügen, wenn man doch extern so viele Möglichkeiten hat? Also die Kosten würden generell ansteigen, weil man nicht nur diese 128-Tick-Server eben bezahlen muss, sondern es würden auch wieder viel, viel mehr Leute CSGO selbst spielen, also über CSGO selbst starten und deren Server nutzen und nicht die, die von extern zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es sind noch mehr Leute und man muss noch mehr Server holen und so weiter und so fort. Im Moment läuft das ja eigentlich ganz gut. Und ich denke, es gibt auch noch einen recht großen Teil, der sich da überhaupt keine Gedanken drüber macht. Unter den letzten paar Videos wurde ich immer wieder gefragt, was überhaupt 128-Tick bedeutet. Oder 64-Tick. Ich habe es dann jedes Mal in den Kommentaren beantwortet, aber ich reiße das hier einfach auch nochmal kurz an. Die Tick-Rate eines Servers ist sozusagen die Refresh-Rate, also wann der Server sich selbst updatet und guckt, ob sich was verändert hat. 64-Tick bedeutet, dass der Server sich 64 Mal in der Sekunde vergewissert, was sich so getan hat im Spiel. Er guckt also 64 Mal nach, wo sich die Spieler gerade befinden und wie halt die Projektile fliegen, sozusagen. Bei 128-Tick überprüft er eben 128 Mal in der Sekunde, also doppelt so viel oder doppelt so oft die Spieler, die Projektile in Anführungsstrichen und eben die Map. Darum gibt es auch immer wieder diese Aufschreie, ach, den hätte ich noch gehabt, bei 128-Tick hätte ich den gehabt, da wäre der reingegangen. Weil der Server eben praktisch den Kill nicht mitbekommen hat, weil der Gegner dann gerade um die Ecke ging und der Server zu wenig Tick hatte, um festzustellen, dass es ja vielleicht noch getroffen hätte. Und das ist die Sache, die die Leute halt so abfuckt. Wenn man dann mal 128-Tick gespielt hat, dann kommt es einem vielleicht so vor. Beziehungsweise, ich meine, rein aus der Logik gesehen ist es so, natürlich. Der Server ist doppelt so schnell. Also der Server refresht sich zumindest doppelt so schnell. Je größer die Zahl, desto aktueller ist der Server. Wenn das jetzt bei 1 Million liegen würde, hätten wir halt eine extrem genaue Abfrage. Man hätte exakte Werte.
Wie nötig diese ganze Sache ist und vor allem inwiefern eben jeder darauf zugreifen oder das gescheit nutzen kann, ist die andere Frage. Da wir, wenn wir 5-on-5 Matchmaking spielen, auf den Servern alle die gleiche Tickrate haben, also 64 oder eben 128 über Faceit, ist es an sich egal, weil jeder diesen Vor- oder Nachteil hat. Also es hat keiner einen Vor- oder Nachteil, weil das für jeden gilt. Und darum ist es dann auch gar nicht so tragisch. Das bedeutet, dass jeder von uns, egal wie gut er glaubt zu sein, Runden nur überlebt hat oder viele Kills machen konnte, weil er im Vorfeld auch nicht getroffen wurde, halt, ne? Weil die Tickrate ihn beschützt hat. Wir haben halt alle genau diese Tickrate und darum ist es jetzt nicht ultra schlimm. Also zumindest in meinen Augen. 64 Tick ist Standard. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, wow, das Spiel ist sehr unspielbar. Ja, ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich jetzt schon diverse Male diese 128 Tick gespielt habe, und eben ganz oft 64 Tick und also für mich ist das jetzt kein großartiger Unterschied, es sind keine Welten dazwischen. Das mag vielleicht sein, dass es halt so ein bisschen und hin und her, aber es ist für mich einfach zu irrelevant. Aber höchstwahrscheinlich habe ich da auch nicht diesen sportlichen Gedanken dahinter, weil ich halt casual-mäßig nur noch im Rumdödeln bin. Übrigens, heute Abend ist Livestream ab 22 Uhr, nicht vergessen, gell? Schön reinschauen und mit dabei sein. Bezüglich eines Updates wünschen sich natürlich, ich denke, alle auch halt WAC. Ne? Das heißt immer wieder WAC, muss verbessert werden, bla 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 und hin und her. Ich reiße es jetzt noch ganz kurz an, weil ich da schon einen eigenen Podcast vorbereitet habe oder presse ich den auch jetzt einfach hier rein? Nee, ich würde es gerne in einen eigenen Podcast machen, weil, also WACnet an sich, weil es eben eine sehr interessante Sache ist und jetzt hier vorne dran wahrscheinlich schon 5 Minuten kamen und manche schalten halt schon nach 5, 6, 7 Minuten ab oder nach 2 und deswegen werde ich das in einen extra Podcast machen. Ich sag hier nur noch geschwind, Valve ist sicherlich an WAC selbst dran, weil WAC ja immer und immer wieder Updates bekommt, ohne dass wir es großartig mitbekommen. Kleine Updates. Wenn Cheats sich verändern, muss es WAC ja erfahren. Zumindest bei den Cheats, die WAC eben auch selbst feststellen kann. Wallhacks und Co. sind für WAC sehr schwierig. Also ich weiß nicht, ob WAC das überhaupt erkennen kann. Das heißt, WAC wird sicherlich immer und immer wieder geupdatet. Aber dennoch ist WAC nicht die Zukunft von der ganzen Geschichte, sondern WACnet ist das, worauf alle hinschwitzen. Viele kennen es ja schon und zu WACnet speziell werde ich, wie gesagt, noch einen kleinen Podcast machen. Es sei nur so viel gesagt, dass wir uns nicht großartig aufregen sollten hinsichtlich jetzt dieser kostenlosen Bewurstung von CSGO, weil es halt für WACnet auch einfach wiederum heißt, dass es viel, viel, viel mehr Daten sammeln kann in kürzerer Zeit, weil viel mehr Leute da sind. Es könnte sogar ein Schachzug von Valve selbst gewesen sein, dass sie sagen, so, die Leute sind echt angepisst, wir müssen langsam mal gucken, dass WACnet fertig wird, Deep Learning hin und her, das dauert ganz schön lang, lasst uns mal die Schleusen öffnen, dass wir unzählig viele normale, aber auch Cheater reinbekommen und wir so noch viel mehr Daten bekommen für unsere analytische Herangehensweise, wie auch immer, dass WACnet sich das alles anschauen kann und eben viel mehr Daten hat, wie es die ganze Zeit hatte, um zu lernen. WACnet muss immer, immer weiter lernen. Und noch eine kleine Mini-Info so am Schluss. Angeblich soll WAC bzw. eben Valve jetzt auch wieder Hardware-Bans raushauen. Wenn alle Cheater mit einem Hardware-Ban bestraft werden würden, dann hätten wir Ruhe, auf jeden Fall. Dann würde wahrscheinlich auch die bisherige Herangehensweise ganz gut funktionieren. Denn bei einem Hardware-Ban wird dein Computer gebannt und dann musst du dir, um das wieder spielen zu können, einen neuen Computer kaufen. Also zumindest in der Theorie. Und das wäre, denke ich, für die meisten Cheater so ein Moment, wo sie sagen, okay, dann, dann war es das jetzt für mich. Also außer jemand ist reich und kauft sich halt dann jedes Mal wieder für einen, also mindestens für 1000 Euro, oder? Einen PC, damit er sich da zurechtpimmeln kann. Wobei jetzt gerade letzteres ja bei Cheatern eh nicht so am Start ist, wegen ihren zu klein geratenen Zipfeln, ihr wisst schon. Naja, der nächste Podcast handelt dann ausschließlich von WAC, WACnet und Co. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann vielleicht jetzt halt direkt im Livestream oder dann die Tage, wie auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.